Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Windows. Ja, wir werden jetzt wieder die VirtualBox einrichten. Und zwar gehen wir jetzt mit dem zweiten Schritt voran. Wir installieren Ubuntu. Vorher haben wir es ja eingebunden, das Image. Hier möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, dass ich nicht mehr die 10.10 nehme, sondern die 10.04, weil das mit der 10.10 bei mir irgendwie nicht ganz so geklappt hat. Aber mit 10.4 funktioniert es bei mir. Gut, klicken wir gleich einmal auf Starten. So, ich habe jetzt schon mal im Vollbildmodus hier gestartet. Ja, und wenn wir dann da unten. Verdammt. Wo ist meine Maus? Fies. Ich will meine Maus wieder. Ach, da ist sie. Ja, auf Maschine und dann können wir hier ganz viele Sachen machen. Und dann unter anderem auch Vollbildmodus einschalten. Jetzt ganz, ganz viele Sachen. Ja, wenn wir hier dann CD-Laufwerke, können wir das auch noch so auswählen. Ja, das ist jetzt im Vollbildmodus. Wir sehen schon, hier ist ein großer Rand. Wir können dieses Feld hier dann noch auf maximal quasi vergrößern. Ich muss mal kurz schauen, wie groß, ob der das dann selber schafft. Ja. Jedenfalls, das ist das große Problem der virtuellen Maschinen, dass die wirklich echt nur 4 zu 3 unterstützen. Es gibt meines Wissens nach kein Freeware-Programm, das 16 zu 9 unterstützt. Warum auch immer. Müssen wir uns daran gewöhnen, denn wir haben dann wahrscheinlich noch so einen Rand hier auf beiden Seiten. Aber das ist jetzt nur so klein, weil das Ubuntu noch nicht selber erkannt hat. Das können wir dann aber noch in Ubuntu, dann, wenn es installiert ist, natürlich ändern. Die Bildschirmauflösung. Ja, das können wir noch machen. So, ja, das ist geladen. Und ich werde dann jetzt bei der Installation noch ein bisschen rausschneiden. Und man sollte sich vielleicht die zwei Tutorials vorher anschauen, wo wir Ubuntu und VirtualBox runtergeladen haben und wo wir Ubuntu als Image eingebunden haben. Ah ja, gut, jetzt funktioniert die Mauszeiger-Integration quasi schon mal. Ist doch schon mal was. Okay. Ja, bei Windows müssen wir dann, wenn wir das jetzt, wenn wir dann hier eine Windows-Distri laufen lassen, dann müssen wir immer die Host-Taste drücken, damit wir dann hier wieder aus dem Fenster rauskommen. Aber Ubuntu ist da so verträglich und das ist gut. Ja, jetzt wird es geladen. Das dauert also ein bisschen natürlich. Aber das wird jetzt nicht so lange dauern, wie sehen wir es, als wenn bei Installation. Jetzt bekommen wir schon mal das Install-Fenster, das ist schon mal gut. Ja. Klicken wir mal schnell auf Deutsch. Installieren. Joa. Ja, ich bin in Deutschland, Zeitzone Deutschland natürlich. Nein, ich bin in Amerika. Nein, Spaß. Ja, empfohlene Einstellungen. A, B, stimmt. Z und, weil wenn wir amerikanische Tastatur hätten und wir ein Z schreiben würden, dann würden wir ein Y bekommen. Also ist richtig gemacht. Der Ü funktioniert sehr schön. Gut. Vor.
Ja, also wir löschen das nicht, das gesamte Medium. Wir machen hier die Partition manuell festlegen vor Past vor Partitionsmenü. Egal, gut, dann machen wir halt einfach löschen. Wurscht. Ist ja sowieso nichts drauf. Ja, es sind 26,8 GB. In Wahrheit ist meine Festplatte, aber das kann ich wirklich mal sagen, kurz. Also meine Festplatte besetzt, die ist vielleicht 1 Megabyte groß und da ist nur die Partitionstabelle drin. Das ist ja der Vorteil der dynamisch wachsenden Dingens. Klicken wir mal auf Session-Informationen. Da sehen wir, wie viel, ja, wie viel jetzt schon geschrieben wurde, zum Beispiel. Daten gelesen schon. Wie viel sind denn das? Zwei, was? 2 Megabyte? Kilobyte? Megabyte. Na, okay, 2 Megabyte hat er angeblich erst gelesen. Nein. Hä? 209 Megabyte. Okay, wurscht. Ja, hier sehen wir unsere Bildschirmauflösung. Die werden wir dann noch verändern müssen. Und Basis, da sehen wir jetzt nochmal alles. Grafikspeicher 12 MB hier. Hauptspeicher. Und wenn man jetzt einen Mehrkernprozessor hätte, dann könnte ich jetzt sagen, ein Prozessor kriegt Windows und ein Prozessor kriegt Dings. Aber jetzt müssen sich beide das teilen und das wird ein bisschen langsamer sein. Also, mal Windows heiße ich. Nicht wirklich, aber naja. Ich heiße mal Windows mit Namen. Ich nenne meinen jetzt mal mein Windows Laptop. Passwort. Nee, es ist immer mein Windows. Mein Windows. Wurscht, ich weiß, weil das ja nämlich hier dasselbe Wort ist. Ist auch schwach. Ja, Sprache Deutsch, Name mein Windows, Benutzername, Migrationsassistent. Werden formatiert. Swap, passt alles. So. So, und jetzt kommt die Installation des Grundsystems und das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Ja, sind wir schon bei 15%, das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Ja, der erzeugt das jetzt erstmal schnell. Session-Information. Da können wir jetzt ganz gut sehen, dass der wirklich hier schreibt, 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 schreibt. Und da sehen wir jetzt schon Daten geschrieben. Das dürfte jetzt in den nächsten Sekunden ganz, ganz hoch gehen. Schon 300 Megabyte, 400, 500. Also es geht jetzt ziemlich hoch. Ja, und das ist hier nochmal alles schon dabei. Also diese ganzen Programme, die jetzt hier angezeigt werden. Die dürften jetzt schon dabei sein. Und Firefox, es ist sehr, sehr erstaunlich, auf 700 Megabyte passen in Ubuntu ein Live-System mit der Ausstattung, wo Windows nochmal schön 20 bis 30 Gigabyte nochmal braucht, 20 Gigabyte nochmal braucht. Office, Office, Internet Explorer, also Internet Explorer, aber halt Firefox. Dann Treiber für alles, also so ziemlich alles. Mir fällt jetzt kein Programm direkt ein, das ich jetzt nicht in Ubuntu schon dabei habe. Dann so ein paar Klassikspiele, also man kann es einfach nicht mit Windows vergleichen. Ist auch viel schneller. Jetzt haben wir schon 652 Megabyte geschrieben.
sind bei 25%. Ja, wir haben ein 32-Bit-System. Ja, und 32-Bit-Auflösung. Und es wurden noch keine Daten übers Netzwerk gesendet. Ach ja, also der VLC-Player ist auch noch dabei, fällt mir gerade ein. Und da sind auch sehr viele Programme dabei. Zum Beispiel in Ubuntu ist ein Programm bereits inklusive, mit dem man einfach, wie soll ich sagen, den Bildschirm aufnimmt und den Ton davon. Da brauche ich bei Windows schon mal wieder ein 30, 40 Megabyte großes Programm, und da gibt es dann auch wieder Kaufversionen. Und hier, das ist halt alles schon dabei mit Codierung und allem, ne? Also ist wirklich bemerkenswert. Ja. So, hat er schon 857 Megabyte Daten geschrieben. So, und ich werde jetzt mal kurz. Ja, wie soll ich sagen? Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es dann soweit ist, dass alles fertig installiert ist, weil das ist jetzt nicht wirklich sehr, ja, aufregend. Okay, ciao, bis gleich. Ja, okay, ich bin wieder da. Und bis dahin war das gerade meine CPU-Auslastung. Dann habe ich jetzt kurz meinem Computer eine kleine Verschnaufpause gegeben, und jetzt habe ich hier wieder das Aufnehmen gestartet. Ja, die Installation ist abgeschlossen. Sie müssen den Rechner neu starten, um die neue Installation zu benutzen. Jetzt neu starten. So, dann wird er jetzt runtergefahren in der VirtualBox und ja, dann wieder hochgefahren. Ja. Wenn wir jetzt hier nochmal schnell auf Session-Informationen gehen. Dann sehen wir hier 302 Gigabyte. Nein, 302. 300. Nein, 3,2 Gigabyte geschrieben. Oh mein Gott. Ja. Kann ich jetzt Enter drücken oder was? Ja. Genau, da muss man Enter drücken. So, ja, jetzt wird uns Ubuntu hochgefahren. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis ein Betriebssystem hochgefahren ist. Zumal ich ja gerade hier noch auch wirklich hart aufnehme. Und, boah. Weil das zählt nämlich schon an der Rechenleistung. Ja, und was ist jetzt? Ich hoffe wenigstens, dass hier irgendwas passiert. Ja. Ja, okay, er schreibt und liest. Ja, nach geht auch. Es dauert immer bloß ein bisschen. Muss man etwas Geduld haben. Und bei euch wird es natürlich auch doppelt so schnell gehen, weil bei mir, wie gesagt, wird die Hälfte schon mal vom Aufnahmeprozess gezockt. So, und deswegen kommen wir dann gleich mal an unseren ersten Ubuntu-Startbildschirm. Außer man hat schon mal vorher Ubuntu installiert gehabt. Also bei euch wird es dann auch schneller sein. Ja, ich melde mich jetzt mal als myWindows an. Das Passwort ist was ich richtig schreibe, myWindows anmelden. So, and here we go.
Also diesen Sound können, das können wir alles ändern. Das ist ja das Schöne an Ubuntu. Also bis zum ersten installieren, weil es dauert jetzt nur ein bisschen, weil es gleich nach dem ersten Installieren ausgeführt wird. Wir werden nochmal schnell die letzten Dateien kopiert und so weiter und nochmal alles registriert und dann passt es. Heißt 3,2 GB ungefähr werden geschrieben bei der Installation mit dieser Partition-Formatierung inklusive natürlich. Und bis jetzt wurden so 800 Megabyte gelesen. Session-Informationen zu. Und hier haben wir Ubuntu. Ist doch schon mal nicht schlecht. Hallo? Okay, was ist das? Sprach und Zeichen schreiben, Unfälle, fehlende Komponenten, die Aktion jetzt ausführen. So. Aktualisieren. Ja, gehen wir wieder mal Windows ein. Unser Passwort. So, und jetzt werden uns auch die Sprachdateien heruntergeladen und installiert. Okay, gut, ich habe noch keine Internetverbindung, glaube ich, eingerichtet. Deutsch. Verwenden jetzt mal Deutsch und das war's. Na gut, das mit der Netzwerkverbindung, das hängt jetzt noch mit Dingens zusammen, mit dem Dings, na, komm, mit der VirtualBox. Okay, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man A, diese Sprachdateien da runterlädt, also das ist ja eigentlich bei mir jetzt nur, und wie man noch den ganzen Bildschirm ausschöpft. Okay. Ciao. Bitte abonniert mich.